Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Woche und einem neuen Rezept mit mir. Heute präsentiere ich euch Aldi den Befreier des Tages und somit auch herzlich willkommen im neuen Jahr 2017. Man sich ja immer allerhand Vorsätze vor. Und wenn euer Vorsatz für das neue Jahr lautet, ich möchte mich gesünder ernähren, dann seid ihr hier heute genau richtig. Denn ich zeige euch heute ein richtig gesundes Rezept. Wir machen heute zusammen einen Lachs aus dem Ofen mit einer Weißwein-Zitronensoße und dazu ein paar Kirschtomaten. Es ist ein sehr einfaches Rezept, ein sehr leckeres Rezept und wie gesagt, ein sehr gesundes Rezept. Auf geht's und viel Spaß! Für das heutige Rezept brauchen wir einmal Lachs, das ist der Bio-Lachs von Aldi, 2-3 Esslöffel Olivenöl, 2 cl Weißwein, grobes Meersalz, eine Zitrone und kleine Kirschtomaten. Als erstes habe ich die Kirschtomaten gewaschen und jetzt halbiere ich sie einfach. Als nächstes nehme ich den Lachs, wasche diesen unter kaltem Wasser ab, auch die hintere Seite, also die Hautseite, und tupfe das dann einfach mit Küchenpapier ganz sanft ab. Jetzt fette ich eine kleine Auflaufform mit dem Olivenöl einfach gut ein und anschließend lege ich dann den Lachs darauf. Und dann könnt ihr euch nochmal den Pinsel nehmen und mit dem restlichen Öl den Lachs einfach beträufeln, bestreichen. Dann nehme ich den Weißwein und gebe diesen einfach auch in die Auflaufform. Und dafür habe ich den Pinot Grigio von Aldi genommen. Ist wirklich sehr, sehr lecker, mag ich gerne, auch zum Trinken. Jetzt beträufle ich den Lachs mit etwas Zitrone, mit der Hälfte einer Zitrone und dann lege ich die Kirschtomaten einfach rumrum in die Auflaufform. Und jetzt nehme ich das grobe Meersalz und gebe das einfach schön auf meinen Lachs und auf die Tomaten. Die andere Hälfte der Zitrone habe ich in dünne Scheiben geschnitten und lege sie einfach auf den Lachs drauf. Jetzt kann der Lachs in den Ofen und zwar bei 180 Grad für 8 bis 10 Minuten. Es kommt so ein bisschen drauf an, wie dick der Lachs ist. Mein Lachs ist fertig und es riecht wirklich wunderbar. Diesen gebe ich in einen tiefen Teller, dann gebe ich noch meine kleinen Kirschtomaten dazu, etwas von der Weißwein-Zitronensoße über den Lachs träufeln und ich hatte jetzt einfach noch ein bisschen Feldsalat, den gebe ich jetzt auch noch auf meinen Teller. Den könnt ihr mit der Weißwein-Zitronensoße essen oder eben ganz gesund einfach nur mit etwas Zitrone beträufeln. Und so sieht mein gesunder Teller aus. Damit starte ich jetzt gesund ins neue Jahr. So meine Lieben, das war's wieder für diese Woche. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen und ich hoffe auch, dass ich euch etwas unterstützen konnte mit dem guten Vorsatz fürs neue Jahr. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Hoffentlich bis bald und tschüss.